Hallo miteinander. Wir haben ja das MIOP-System bei uns im Sortiment. Sprich, die MIOPS-Trigger, wo es jetzt mittlerweile immer mehr verschiedene Versionen gibt. Und darum haben wir gefunden, okay, wir machen kurz mal ein Video darüber, was denn eigentlich die Unterschiede sind von diesen einzelnen Produkten und Trigger und wie das alles miteinander funktioniert. Also, angefangen hat ja einmal die Firma Eron, heisst die, glaube ich. Die haben angefangen mit dem sogenannten Nero-Trigger. Der ist vor etwa 6 oder 7 Jahren auf den Markt gekommen. Ist eigentlich in den Grundzügen das gleiche wie der heutige MIOPS Smart, einfach dass der halt ein bisschen weiterentwickelt worden ist. Der MIOPS Smart ist der Trigger. Der ist so gross. Da hinten habe ich eine Batterie drin. Ich kann den über ein Kabel mit der Kamera verbinden und dann habe ich eigentlich eine Fernsteuerung für die Kamera. Die Fernsteuerung kann natürlich noch viel mehr. Ich lese jetzt einfach da mal schnell ab, was wir haben. Also wir haben einen sogenannten Lightning Mode, wo man Blitz fotografieren kann. Das heisst, ich habe hier vorne eine Fotozelle, die in der Empfindlichkeit kann eingestellt werden und so es möglich macht, Blitz zu fotografieren. Ich habe einen Sound Mode, sprich ich kann klatschen und es wird ausgelöst. Ich habe einen Laser Mode, also sprich ich habe hier einen Empfänger drin, ich kann einen Laser nehmen, darauf zielen und wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, dann löst es aus. Ich habe einen Timelapse Mode. Ich habe einen HDR-Mode, wo ich kann verschiedene Belichtungsreihen machen kann. Ich habe einen Szenario-Mode, wo ihr selber irgendetwas zusammenstellen könnt. Und das Ganze könnt ihr eben von dem aus steuern oder ihr steuert es via Bluetooth mit eurem Handy steuern. Dort gibt es eine App dazu. Und dann könnt ihr es bequem vom Handy aus steuern, das Ganze. Das wäre mal der sogenannte MIOPS Smart. Stell den mal da hin. Die Geräte, das ist für alle Kameras genau das Gleiche. Die unterscheiden sich lediglich durch das Anschlusskabel. Also sprich, wenn ihr euch jetzt mal eine neue Kamera kauft oder was auch immer, also ihr switcht zum Beispiel von Canon auf Fuji, dann müsst ihr euch nur ein neues Anschlusskabel kaufen. Dann kommen wir zu der zweiten Version, die es gibt. Das ist der sogenannte MIOPS Mobile Remote. Der kann eigentlich genau das gleiche wie das Smart. Der kann die gleichen Sachen. Was da einfach halt ist, ihr seht es, es hat kein Display, es hat keine Tasten. Die Version von der MIOPS Fernsteuerung könnt ihr nur über das Smartphone kontrollieren. Also sprich, ihr müsst ein Smartphone haben, damit ihr das kontrollieren könnt. Da ist auch wieder das Gleiche mit dem Kabel. Unterscheidet sich eigentlich nicht durch irgendwelche baulichen Massnahmen, sondern es ist wirklich nur das Kabel, das es unterschiedlich macht. Dann gibt es noch den MIOPS Mobile Dongle. MIOPS Mobile Dongle, ich packe ihn nicht aus, weil der besteht eigentlich aus zwei Sachen. Der besteht aus dem Dongle und aus dem Kamerakabel. Da wird der Dongle in den Kopfhöreranschluss vom Smartphone connected. Und nachher via dem Kabel mit der Kamera verbunden und dann steuert ihr über die App auch wieder die Kamera steuern. Dort habt ihr dann einfach nicht alle Möglichkeiten, aber es ist eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel auch, sag das, Timelapse oder so zu machen. Dort muss man dann halt einfach schauen, wie man die Kamera befestigt. Es gibt einen Halter und ein kleines Kugelköpfchen, wo man es oben auf dem Blitzfuß kann montieren. Und dann sieht man auch gerade, was alles gemacht wird.
da ist einfach wichtig, wenn ihr den Dongle verwendet, müsst ihr die Lautstärke beim Gerät auf das Maximum aufstellen, damit die Signale sauber durchlaufen. Ja, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, ich habe das Dickicht oder den Nebel im MIOPS-System ein bisschen leuchten und ja, wenn Fragen sind, kommen auf uns zu. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.